Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Risen. Im letzten Part hatten wir mit dem Inquisitor ein paar Schwierigkeiten, die wir noch nicht klären konnten, denn der Gute, oder auch nicht so Gute, hat sich eingeschlossen beim Titan, den er befreien will, was die ganze Insel zerstören würde. Und ja, wir berichten jetzt natürlich erstmal Eldrick Bericht. Wir erstatten Bericht, berichten Bericht, wie auch immer. Denn der hat bestimmt mehr Ahnung als wir, der scheint mir ganz, ja, intelligent. Ich möchte kurz sagen, hier jetzt diese Aufnahme, vielleicht noch die nächsten Aufnahmen. Also ich glaub's nicht, dass es ein bisschen ruckeln könnte, aber ich habe Mozilla Firefox nebenbei laufen, weil ich die Uploads für die Ferien schon mal mache. Mein Internet ist da gerade irgendwie, habe ich ein bisschen Probleme mit, weil 1 und 1 ja die Server von der Telekom brauchen. Telekom sind Schweine und Arschlöcher und keine Ahnung, hoffentlich arbeitet ihr nicht bei der Telekom. Dann hasst ihr mich jetzt. Nein, ich meine nur, die Firma im Allgemeinen scheint mir nicht so sympathisch. Naja, und mein Internet ist da gerade nicht so gut und eventuell kann ich da den Anbieter, muss ich mit dem wechseln oder so und keine Ahnung. Darum fange ich jetzt schon mal an mit dem Uploaden. Ja, nicht so wichtig, ich wollte es nur gesagt haben. Eldrick! Da bist du ja wieder. Was hast du mir zu berichten? Das eine läuft ja aufs andere hinaus. Na, nehmen wir mal das untere. Der Inquisitor ist durchgedreht. Warum? Was ist passiert? Mendoza hat sich im Tempel eingeschlossen und will den Titan befreien. Titan? Eingeschlossen? Das klingt interessant. Erzähl mir mehr. Dafür haben wir keine Zeit. Dann erzähl mir nur das Nötigste. Im Tempel ist ein Feuertitan gefangen und Mendoza will ihn befreien. Wenn das geschieht, wird die ganze Insel untergehen. Sie wird verbrennen. Gut. Soweit kann ich dir folgen. Wie willst du das verhindern? Ich brauche die Rüstung von Ursigor. Das ist der Titanenlord, der den Titan im Tempel eingesperrt hat. Nur mit dieser Rüstung kann ich den Titan besiegen und ihn wieder einsperren. Wo ist diese Rüstung? Hier auf der Insel. Sie ist in 5 Priestergräbern der Echsen versteckt. Ich kann dich auf deiner Suche nicht unterstützen. Aber ich habe hier ein paar Schriftrollen, die dir helfen werden. Du solltest zu mir zurückkommen, wenn du die Rüstung gefunden hast. Okay, Eile und Verwandlung in eine Aschebestie, dankeschön. Ich werde auf jeden Fall zu dir zurückkommen. Wir haben jetzt noch die Quest, dass wir einmal eine Magier finden würden. Das ist in der Vulkanfestung. Kann man die von hier irgendwo sehen? Ich glaube nicht. Obwohl, ist sie das da oben? Könnte sein. Und dass wir den Don mit dem Don die Hafenstadt übernehmen müssen und allgemein die Rüstungsplatten finden, die Rüstungsstücke finden, aber dafür brauchen wir eh erst den Magier. Auch wenn die Atmosphäre vielleicht ein bisschen trügt oder zerstört, ich möchte erst ins Banditenlager und das mit dem Don machen. Einfach, weil ich ein bisschen genug habe von der ganzen Inquisition gerade. Und weil ich nicht glaube, dass es hier wirklich ein zeitliches Limit gibt oder so, das uns gesetzt ist. Sonst würde hier bestimmt ein krasser Countdown laufen, aber es würde auch gar nicht passen zum Spiel. Also gehen wir zum Don. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt schon los ist zur Hafenstadt oder ob er gewartet hat auf unser... Okay. Ich sehe sie alle hier zumindest gerade nicht. Da hinten sind mehr als sonst. Lasst ihr mich diesmal vielleicht hier durch? Raus! Ah, da ist Don Esteban. Wieso redet Don Esteban nicht mit mir? Ist ja gut. Ach so. Kannst du mich im Kampf unterrichten? Stärke, ich will Stärke dazu haben. Ich mach mal 10 Punkte dazu. Gut so. Obwohl, nee, ich glaube 5 reichen. Ich glaube, ich brauchte sogar nur 4. Denn ich habe ein Schwert gefunden, das Titanenschwert. Dafür brauche ich Stärke 75. Ich habe jetzt Stärke 76. Ist okay. Das ist nochmal um 10 stärker. Wir sind übrigens im 4. Kapitel. Oh, das sieht schick aus. Darum kann ich versuchen... Ach, verdammt, du bist zu weit hier. Komm weiter her. Also, die halten mich jetzt nicht mehr auf hier mit dem Dialog. Sobald ich hier reingehe. Aber ich glaube, wenn ich den hier ein bisschen hinlock... Hallo. Was willst du? Dann könnte ich da hinten vielleicht was stehlen. Ich will mit dem Don sprechen. Ich schlafe mal in der Hütte. Ist vielleicht einfach die Tageszeit, die denen nicht passt. Habe ich noch nie erlebt, aber ich glaube, ich war zu dieser Tageszeit auch noch nie hier hinten drin. Ja, Titanschwert haben wir. Wir sind im 4. Kapitel. Das heißt, wir könnten eventuell eine neue... Kann ich bei dir das auch? Hallo? Ich glaube, ich habe was gehört. Oh. Ich habe nicht gehört, was du gesagt hast. Wie kann ich dir helfen, Kämpfer? Entschuldigung, ich dachte, ich hätte ihn hier schon angesprochen. Das wollte ich eh überspringen, was er sagt, weil er immer dasselbe sagt. Bei dir kann ich nur Eisenerz tauschen.
Willst du Zeug haben? Beschmied, du kannst damit noch am ehesten was anfangen. Ich bin mal so freundlich und tu so, als würde mich das interessieren, was du damit machst. Nachdem ich es dir verkauft habe. Ich kann eigentlich mal hier diese Pflanzen verkaufen, weil ich nutze die nie. Also die mit 20 noch okay, aber die mit 10, die sind halt echt... Es bringt halt kaum was. Hier, die genauso. Also ich misste jetzt gerade aus, ihr merkt das schon. Alles, was nicht mindestens 20 halt, ist mir zu nervig. Alkohol möchte ich aber behalten. Einfach, weil der uns manchmal irgendwie weitergebracht hat, questmäßig. Inferno, das Siegel, brauchen wir nicht. Ach, mit solchen magischen Barrieren sind das einfach die hier. Sind die Felder gesichert, wo die Runenpriestergräber sind? Die behalte ich, den hier behalte ich auf jeden Fall, das verkaufe ich. Inferno will ich behalten, weil der ganz lustig klingt. Hatte ich, glaube ich, schon mal gesagt. Was habe ich hier? Eine Echsenkopfbürste. Ist unverkäuflich. Naja, hier. Gib mir 1000. Oh, Moment, hast du was Neues? Das ist ja ein neues Kapitel, da kommt sowas ja mal vor. Eigentlich nicht. Die besten Sachen sind die, die du von mir hast. Wie toll. Ja, eigentlich... Oh, was ist das? Ein Rundschild? Alles plus 6. Ein Rundschild, alles plus 8. Das sind 6 Attribute. Was sind das hier? Auch 6, das heißt, es werden wohl dieselben sein. Plus... Das ist besser als mein Zeug. Ja, ist es tatsächlich. Dann mache ich noch das und dann... Ist das vom Geld wieder einigermaßen gleich. Was kriegen wir hierfür? 100, okay. Ach, du kannst das auch noch haben. Wir haben ein neues Schild, sehr schön. Ich mochte mein altes ja visuell nicht ganz so sehr. Ich fand, das hat nicht gepasst. Das passt da schon ein bisschen eher. So, dann geht's jetzt als nächstes schlafen, genau. Wegen Don reden und so. Wenn er hier ist, wird er wohl nicht in der Hafenstadt sein. Das wäre ja die andere Möglichkeit gewesen, dass er vielleicht schon in der Hafenstadt ist und da aufmischt. Würde mich aber ein bisschen wundern, weil ich muss ihm eigentlich noch erzählen, dass er da jetzt einfach sich nehmen kann, was er will. Den Inquisitor interessiert das nicht, aber irgendwie ist es ein bisschen seltsam, wenn ich jetzt zum Don gehe. Boah, der Inquisitor will gerade die Insel zerstören. Komm schnell, holen wir uns die Hafenstadt. Das wäre ein bisschen seltsam. Finde ich. Wo ist eigentlich Fincher? Hey, Don. Wir haben das goldene Tor in der Vulkanfestung geöffnet. Und? Habt ihr den Ursprung des Übels hier auf der Insel schon gebannt? Wir arbeiten noch daran. Gut. Und weiter? Was ist jetzt mit meiner Hafenstadt? Wird der Inquisitor sie endlich aufgeben und seine Ordenskrieger zurückpfeifen? Mendoza ist noch im Tempel und hat ganz andere Sorgen als die Hafenstadt. In Ordnung. Dann wirst du jetzt in die Hafenstadt gehen und mit dem Möchtegern-Kommandanten der Stadt sprechen. Geh zu Carlos und mach ihm klar, dass er seinen Posten räumen soll. Sonst wird er die Konsequenzen tragen müssen. Meine Geduld ist bald am Ende. Sag ihm das. Okay. Ich könnte deine Unterstützung gebrauchen. Du redest von dem Vulkantempel. Ganz genau. Ich weiß, dass wir alle sterben werden, wenn deine Mission keinen Erfolg hat. Dennoch kann ich dir nur wenig Unterstützung gewähren. Meine Aufgabe habe ich hier zu erledigen. Alles, was ich für dich tun kann, ist, dir diesen Trank hier mit auf den Weg zu geben. Ich habe ihn lange aufbewahrt und auf den Moment gewartet, an dem ich ihn brauchen würde. Ich denke, dass dieser Zeitpunkt gekommen ist. Ich gebe ihn dir. Verschwende ihn nicht. Besser als nichts. Ich danke dir. Was bringt mir der? Stärke plus 5. Perfekt. Ich frage mich, ob der auf mich zugeschnitten ist oder ob das jetzt Zufall war, dass er genau das gemacht hat, was ich brauche. Wir sprechen jetzt noch. Fincher. Wollte ich noch mitsprechen. Warst du schon mal in dem unteren Gewölbe dieses Tempels? Wir sind noch nicht sehr tief in die unteren Gänge dieser Anlage vorgedrungen. An einer bestimmten Stelle dort drüben fanden wir so ein merkwürdiges blaues Kraftfeld. Wir haben es bisher nicht geschafft, es zu überwinden. Ist klar. Euch fehlt der entsprechende Zauberspruch. Siehst du? Da weißt du mehr als ich.
Wenn du eine Möglichkeit findest, da unten reinzukommen, dann tu es. Ich wäre dir nur sehr dankbar, wenn wir oben nicht von den Monsterhorden da unten überrannt werden, okay? Klingt logisch. Ich werde jetzt erstmal in die Hafenstadt gehen, danach komme ich ja eh wieder hierher und dann gucke ich mir das mal an, ob ich das schon öffnen kann mit meinen Spruchrollen. Ich glaube aber, dass wir da eher nochmal das mit der Rune hier machen müssen, mit dem Magier zusammen, dass wir dann da Hilfe kriegen. Also erstmal in die Hafenstadt, denn da habe ich gerade mehr Interesse dran. Da. Oh. Teleportation! So, ich gehe jetzt erstmal zum Schmied. Gegen meine Anweisung. Denn ich will wirklich wissen, ob wir jetzt endlich einen Bastard-Zweihänder schmieden können. Und wenn ja, ob der besser ist als mein Titanen-Bastard-Schwert. Wild. Ha, tatsächlich, Zweihandschwert. Gib mir einen Obsidian-Rohling für ein Zweihandschwert. Hier. Perfekt. So, der wird jetzt geschmiedet. Also ab Kapitel 4, falls es euch interessiert, könnt ihr hier... Was? Könnt ihr Zweihänder in Sachen Obsidian schmieden. Ich denke mal, das lohnt sich. Ich hoffe auf jeden Fall, dass er besser ist als dieses Titanenschwert, was ich habe. Weil sonst würde halt das Schmieden ab diesem Punkt hier schon nichts mehr bringen, wirklich. Es sei denn, man kann nochmal irgendwann bessere Schwerter schmieden, aber das glaube ich nicht. Boah, geh weg. Ah nee, erstmal den Trog. Stimmt. So glühend schleifen bringt irgendwie nicht viel, glaube ich. Ah, und jetzt ist er auch schon fertig. Perfekt. Der wusste das. Der wollte mich nicht aufhalten oder so. Der wusste, ich muss eh noch was anderes machen. Sehr schnieke. Und jetzt zeig mal die Werte her. 90! Perfekt. Da haben wir sogar genug Stärkepunkte noch für. Lernpunkte, um die Stärke auf dieses Level zu hauen. Und es ist auf jeden Fall besser als unser Bastardschwert aus von den Titanen. Das hat Klingenschaden 80. Das heißt, das sind nochmal 10 mehr. Sehr gut, Edgar. Ja, 5. Ich will stärker werden. Gut. 6. 7. 8. 9. Jetzt haben wir 90. Richtig? Ja, dann kann ich hier Obsidian-Zweihänder. Der klippt sogar in den Boden rein. Den kann ich jetzt ausrüsten. Das ist voll geil. Ich werde jetzt aber nochmal mit dem Schmied reden, denn vielleicht hat er noch Zeug. Oder Moment, Wiese, du bist doch ein Dieb. Okay, du willst mir nicht helfen, mit dem Carlos zu reden. Dann mache ich das alleine. Denn ich glaube, das Reden könnte sich ganz schnell ausweiten, weil... Der will bestimmt seine Stadt nicht einfach so abgeben. Ach, du hast bisher gar keinen Händler. Ich glaube, da wird es vielleicht nochmal eine Prügelei oder sowas geben. Dämonenklinge, ach, du hast die. Wehe, du behandelst sie schlecht. Ein Schild. Oh... Wieso kaufe ich nicht erst das eine bei dem einen und das andere denn? Ach Mann. Hättet ihr mir das doch früher gesagt. Äußerst robuster Schild. Aber ich habe ja das Geld. Weh, der sieht nicht so cool aus. Okay, der sieht cool aus. Wie nimmt er den? So, okay. Schick, schick. Was ist? Nix, nix. Kann ich hier auch nochmal reden? Du machst das schon. Hallo? Hast du eventuell noch was Schönes? Sieht irgendwie nicht danach aus. Dann werde ich dich jetzt verlassen. Und wir gehen zu Carlos. Dum di lum di lum dum 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 dum. Nächstes Mal geht's dort rein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an der Folge. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal bei Risen. Euer Vogel. Tschüss.